Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Drachenrennen und zwar um Umgekehrte. Und dementsprechend wollen wir uns jetzt heute das Achievement anschauen. Ebene von Onara, umgekehrt, und da wollen wir uns Bronze, Silber und natürlich auch gleich Gold holen. Das sind insgesamt 5 verschiedene Rennen. Und ja, ich hatte euch ja einmal schon das Ganze für die Küste des Erwachens gezeigt. Und da gibt es jetzt auch quasi ein neues kleines Achievement für. Wie kriegt ihr das Ganze? Und zwar müsst ihr die Rennen erstmal im Normalmodus fliegen. Dann habt ihr ja den, bisschen fortgeschrittenen Modus. Das ist dann der zweite Part. Und jetzt mit dem kleinen Patch kam jetzt nochmal der dritte dazu. Und das ist das fortgeschrittene Rennen. Wir können uns das jetzt gar nicht gleich mal angucken. Und zwar seht ihr, normale, fortgeschrittene und dann die Strecke rückwärts. Wie bei den ersten beiden gibt es dann dementsprechend ja auch wieder die ganzen Achievements. Dann auch ein Meta-Achievement, wo es dann auch wieder einen Titel gibt. Wo kriegt ihr jetzt die Quest her für das Ganze? Und zwar hier in der ersten Zone auf den Koordinaten 73, 52 in etwa. Auf der Küste des Erwachens ist einmal der Kollege und der gibt euch die Quest. Ihr müsst aber die normalen und fortgeschrittenen Rennen dafür schon erledigt haben. Und dann kriegt ihr halt wieder die Quest für das erste Gebiet, wenn ihr das abgeschlossen habt, fürs zweite, dann fürs dritte und fürs vierte. Ne? Das funktioniert quasi genauso wie bei den anderen. Wo befinden wir uns jetzt? Wir sind beim ersten von den Flugmeistern. Und zwar ist das jetzt hier einmal die Koordinaten 63, 31 hier in der Ebene von Onara. Und ich würde sagen, da starten wir jetzt direkt mal los. So, dann geht's einmal los. Und zwar habe ich den Kurs jetzt eben schon geschafft, bloß hat sich meine Aufnahme leider verabschiedet, warum auch immer. Krass rumgebackt. Jetzt fliege ich ihn für euch nochmal ab. Und ich hoffe, dass ich es jetzt hier nochmal schön in der Goldzeit hinkriege. So, da fliegen wir hinten rum. Das Schwierige ist hier tatsächlich, durch dieses kleine Häuschen oder diesen Pavillon quasi durchzufliegen. Und dann gegen Ende, nochmal, wenn wir jetzt gleich durch diesen Wald fliegen, da dürfen wir nicht an irgendwelchen Bäumchen hängen bleiben. Durch manche so Blätter kann man quasi durch, ne, aber durch die Stämme sollte man nicht. Da einmal, hier hoch, hier rum und hoch. Und jetzt schauen wir mal, was wir für eine Zeit haben. Ihr seht, Rennzeit 21 Sekunden und für Gold haben wir 25 Sekunden, also easy. Die Goldzeit, eben habe ich aber halt schon dementsprechend das Ganze fürs Achievement fertig gemacht. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir weiter zum nächsten. So, dann sind wir am nächsten Spot und zwar bin ich jetzt hier oben bei den Koordinaten 86, 36 und dort haben wir dann den nächsten Typen, den wir einquatschen können. Gut, dann schauen wir mal, ob das ähnlich einfach ist wie die andere Strecke. Oh, ich glaube, die, an der war ich tatsächlich ein bisschen, habe ich ein bisschen rumgeprogressed damals. Also im Vorwärtsgang im Endeffekt, nicht hier im Rückwärtsgang. Mal schauen, ob das hier ähnlich ätzend wird. Da müsste man gucken, ne? Hier sind ja so teilweise diese Wolken auch ein bisschen links und rechts neben der Strecke. Manchmal rentiert sich das, die mitzunehmen. Muss man halt immer ein bisschen ausloten, ne? Wenn du dafür zu großen Umweg fliegst und dann auch eventuell die Kurve nicht mehr kriegst, dann rentiert sich das natürlich nicht. Aber, oh, hier habe ich jetzt noch einen Haufen über. Oh, shit. Ui. Oh, okay. Da bin ich aber nicht gut geflogen. Und bin trotzdem fast 3 Sekunden drunter. Okay, first try, wunderbar. So kann es jetzt weitergehen. Dann sind wir beim nächsten von diesen Renndudes. Und zwar einmal auf den Koordinaten 80, 72. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das an. Hoffentlich gleich wieder first try. Also ich meine, an die Strecke kann ich mich so ganz und gar nicht erinnern. Dann dürfte die hoffentlich nicht so schwer gewesen sein. Schauen wir mal. Hier hast du jetzt nicht so viele Wolken. Vielleicht hätte ich da ein bisschen Elan sparen müssen. Okay, da ein bisschen. Ah, doch, das weiß ich noch. Da bin ich das eine oder andere Mal hängen geblieben. An dem Ding. Ich hab halt so gut wie keinen Elan, ne? Das wird aber eine scharfe Kurve.
Und. Ah, okay, es war knapp, aber die Goldzeit haben wir wieder First Try. Okay, also hier Onara ist ja im Vergleich jetzt relativ easy, ne? Zum ersten Gebiet, muss ich sagen. Loft. Gut, dann sind wir am nächsten Spot und zwar hier einmal auf den Koordinaten 43, 6 und, 67 so rum. Und ich würde sagen, da setzen wir meine Serie jetzt mal weiter fort. So, nächster Try. Jetzt muss ich mal gucken. Also ich laufe hier am Anfang runter und spare mir so eine Orb. Das habe ich im ersten Try auch so gemacht. Und da war ich dann 0,3 drunter. Das war schon nicht schlecht. Im zweiten habe ich dann mal versucht, am Anfang hochzufliegen. Aber das kannst du knicken. Dann musst du direkt wieder runterfliegen zu dem Portal. Das kostet zu viel Zeit. Also ich glaube, einfach runterlaufen und dann sofort den Speed drücken ist the way to go. So, jetzt müssen wir gleich gucken. Hier unten kommt diese scharfe Kurve. Und jetzt müssen wir relativ... Oh, das war aber gerade noch, ne? Mal am besten immer das obere Ende von dem Ding ansteuern. Von den Ringen. Shit, das hat eben ein bisschen geleckt. Okay, here we go. Naja, knapp. Ne, obwohl über eine Sekunde drunter, ne? Das hat jetzt ganz gut gepasst. Und ja, damit haben wir das nächste fertig. Und jetzt fehlt nur noch eins. Dann sind wir beim letzten und zwar hier unten auf den Koordinaten 25, 55 und da würde ich sagen, machen wir das letzte Rennen, dass wir unsere drei Achievements kriegen. So, nächster Try. Ich muss irgendwie noch 0,3 eben rausholen. Ich glaube, der Start war eben nicht so geil. Da muss ich jetzt noch gucken, ob wir noch irgendwas quasi ein bisschen rausholen können. Ich habe jetzt vorher hier dieses Aufsteigen benutzt, ne? Jetzt machen wir das mal nicht und ich flitze mal so durch und schau mal, ob das besser ist. Oh shit, da bin ich jetzt einen Ticken. Ah, ich glaube, mit dem Aufsteigen hatte ich hier mehr Elan, ne? Ich glaube, das war schon besser. Ja, nee, dann bin ich hier zu slow jetzt. Doch, okay. Jetzt bin ich sogar 2 Sekunden drüber, drunter. Interesting. Okay, anscheinend war es, oder heißt es überhaupt Aufstieg? Aufstieg gegen Himmel. Das habe ich jetzt gar nicht benutzt. Vorhin habe ich das bei der Passage benutzt, um hochzukommen. Aber einfach nur den Vorwärtsschub zu drücken, ist anscheinend the way to go. Hatte ich jetzt ein paar Tries, 5, 6 Tries habe ich jetzt hier gebraucht. Aber auch das haben wir geschafft und damit haben wir alle 5 Rennen durch und dementsprechend die Ebenen von Onara durch. Und jetzt werde ich als nächstes dann mal noch das Gebirge angehen und auch gucken, dass wir da die nächsten Rennen machen. Für den Teil verabschiede ich mich jetzt an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.